Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zu Let's Play Pen and Paper. Erstmal ein paar Worte in eigener Sache. Okay, gut, irgendwie ist das ja hier alles in eigener Sache, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. In den kommenden Wochen kann es passieren, dass Let's Play Pen and Paper sich verspätet oder in einer Woche vielleicht auch mal gar nicht kommt, weil Jahresende, Weihnachten, Leute, ihr wisst schon. Zweitens, weil ich ja ohnehin schon so wenig Zeit habe, werde ich wohl nächstes Jahr noch eine Let's Read-Rubrik starten. Zunächst vielleicht mit ein oder zwei Kurzgeschichten, dann eventuell auch eine längere Geschichte, die dann eben häppchenweise erscheinen wird. So viel zu den aktuellen Meldungen. Leider kann ich immer noch keine Meldung machen von den kreativen Ergebnissen meiner Gruppenkameraden. Zurzeit kommen keine Neuigkeiten von denen und da es ja immer noch ein Hobby ist, will ich denen jetzt auch nicht auf die Nerven gehen, à la, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, ihr lause Jungs, morgen habe ich das auf dem Schreibtisch, sonst schreibt ihr 100 Mal, ich soll meine Hausaufgaben pünktlich abgeben. So wollte ich das dann doch nicht praktizieren. Jetzt am Freitag oder Samstag, auf jeden Fall dieses Wochenende, treffen wir uns wieder, weil unsere aktuellen Charaktere ja noch ihren Endkampf vor sich haben. Vielleicht überschütten sie mich ja dann bei dieser Gelegenheit mit Material. Yay! Aber natürlich habe ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht, von denen ich gerne einige mit euch teilen würde. Natürlich auch sehr gerne eure Meinung dazu hören würde. Also Dinge wie Heldenzusammenführung, Kartenerstellung und so. Wie gesagt, ich habe länger nicht mehr geleitet und bin da ein bisschen aufgeregt. Am meisten treibt mich im Moment in der Tat die Heldenzusammenführung um. Die Herren haben es geschafft, sich bzw. die Heimatländer ihrer Charaktere möglichst weit weg voneinander zu positionieren. Also es gab ja von Anfang an eine provisorische Weltkarte, jeder hat sich was ausgesucht. Ja, und einer ist jetzt im Norden und einer im Süden. Gut, zwei sind tatsächlich im Westen der Karte, aber zwischen den beiden liegt auch nochmal eine ganze Nation. Dementsprechend sind sie alle recht weit voneinander entfernt. Aber ich habe da eine Idee, inspiriert von meinem Dark Project Let's Play. Und ich glaube, die kann ganz gut funktionieren. Es ist jetzt keine super kreative, neuartige Quest. Und ich denke auch für Dark Project Gucker mache ich jetzt hier gerade keinen Riesenspoiler, wenn ich sage, die Hauptfigur muss in 4 verschiedenen Missionen an 4 verschiedenen Orten 4 Schlüssel finden, um Zutritt zu einem 5. Ort zu erlangen. Ich glaube, das kann ich verwenden. Bei einem Spieler weiß ich noch nicht so recht, da muss ich, wenn ich Pech habe, dann ein bisschen rumtricksen und den über mehrere Ecken auf diese Quest ansetzen. Aber bei den 3 anderen ist es, glaube ich, durchaus möglich, dass deren Bezugspersonen, also Mentoren, Lehrmeister oder Dienstherren, einen gemeinsamen Verbündeten, einen gemeinsamen Kontakt haben, der sie dann bittet, jeweils einen der Schlüssel zu beschaffen, beziehungsweise von jemandem, wer könnte das dann sein, beschaffen zu lassen. Sind die Schlüssel dann erstmal gefunden, müssen sie natürlich zusammengetragen werden. So würden die Charaktere dann an jenem 5. mysteriösen Ort aufeinandertreffen und dann den Gefahren jenes 5. Ortes gemeinsam begegnen müssen. Ich würde die Schlüssel gerne auf den 4 Elementen basierend gestalten, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn sie, von wem auch immer dann, nach den 4 Himmelsrichtungen versteckt worden wären. Aber wie gesagt, Norden und Süden sind abgedeckt. 2 Spielercharaktere sitzen allerdings im Westen und niemand im Osten. Dementsprechend habe ich dann 3 Möglichkeiten. Ich verwerfe das. Das wäre Möglichkeit 1 mit den Himmelsrichtungen. Das ist am einfachsten, fände ich aber ein bisschen schade. Zweite Möglichkeit, ich versetze einen der Charaktere direkt am Anfang in eine andere Gegend. Also ich sage ihm so, dein Lehrmeister hat dich auf eine Expedition geschickt nach XY, um da bla 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 zu tun und da bist du jetzt gerade. Das würde ich aber auch nicht so gerne machen, denn ich finde, wenn die Spieler sich schon die Mühe machen, die Heimatländer ihrer Charaktere auszuarbeiten, sollten sie zumindest im Einstiegsabenteuer auch die Chance haben, sich ein bisschen in diesen Ländern bewegen zu können, die auch so ein bisschen im Spiel lebendig werden zu lassen. Dritte Möglichkeit, ich finde eine Erklärung dafür, warum einer der Schlüssel schon nicht mehr in seinem ursprünglichen Versteck liegt, sondern irgendwie in Anführungsstrichen ins Startgebiet eines der Charaktere geraten ist. Das könnte ich natürlich dann auch direkt damit verbinden, warum jene Person, Institution, Geheimgesellschaft, wer auch immer jetzt dahinter stecken mag, gerne möchte, dass alle Schlüssel geborgen werden. Denn scheinbar hat ja dann jemand davon Wind bekommen und jetzt soll sichergestellt werden, dass das, was da am 5. Ort versteckt ist, A, noch da ist und B, in ein neues, sichereres Versteck kommt. Ihr merkt sicher, drittens ist mein Favorit. Das fällt, glaube ich, deshalb auf, weil ich das dann schon etwas weiter gedacht habe. Das würde dann so oder so ähnlich ablaufen, dass der Charakter, den ich dafür im Auge habe, einfach den Auftrag bekommt, eine bestimmte Person zu fassen,
die natürlich nicht ganz allein unterwegs ist, also da muss man sich dann schon so ein bisschen durchkämpfen, und eben die Besitztümer dieser Person zu seinem Dienstherrn zu bringen. Das passt insofern zum betroffenen Charakter, als dass der erstens kampfbasiert ist, dementsprechend ein Einstiegsabenteuer, wo es ums Aufstöbern und Bekämpfen geht, seinen Fähigkeiten entspricht. Und zweitens dieser Charakter auch recht obrigkeitstreu ist, also erstmal nicht so wahnsinnig viele Fragen stellt, wenn ein Höhergestellter ihm einen Befehl gibt. Ist immer sehr praktisch. Leute, die keine Fragen stellen, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen. Für die anderen Charaktere hatte ich dann als Einstieg eher an ein Dungeon-Abenteuer gedacht, also ein Dungeon, wo dann am Ende eben der ihnen zugedachte Schlüssel steht, sei es eine Gruft mit Untoten, ein versiegelter Magierturm voller Dämonen. Einer der Spieler hat sich nämlich die Profession Dämonenjäger erstellt, da sage ich gleich auch noch was zu. Bei unserem Dunkelelfen-Fan bin ich noch nicht ganz sicher, der tendiert, so wie ich das verstanden habe, zum schleichenbasierten Charakter, sodass vielleicht ein Einbruch in ein gut bewachtes Haus als Einstiegsabenteuer für ihn nicht schlecht wäre. Ich denke auch, dass, wenn dieser Schlüssel vor so langer Zeit versteckt wurde, es ja durchaus möglich ist, dass der aktuelle Besitzer des Hauses auch gar nicht weiß, was so in seinem Keller liegt. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich, diese Erklärung, denn man muss ja sagen, wenn der Kerl eingeweiht wäre, würde er das Ding ja rausrücken, wenn die Institution, die für das Ganze verantwortlich ist, danach fragen würde. Deshalb wäre es schon besser, wenn man sagt, das wurde da vor Urzeiten versteckt und jetzt liegt das da irgendwo in den Tiefen dieses Hauses und die aktuellen Bewohner des Hauses wissen da gar nichts von. Und der Charakter muss dann eben da einbrechen und es stehlen. So, all diese verschiedenen Dinge würden natürlich bedeuten, dass ich gleich zu Beginn recht viele verschiedene Locations bräuchte. Und ihr solltet echt mal sehen, wie ich Karten zeichne. Ein einziges Geschmiere. Wenn ich mit einer Karte fertig bin, muss ich sie mal so 1 bis 1000 Mal nochmal ordentlich abzeichnen, damit sie halbwegs brauchbar ist. Aber als stolze Besitzerin der Elder Scrolls Anthology habe ich einfach mal wieder Daggerfall installiert und das ist super. Automap auf, Screenshot machen, fertig. Bei größeren Städten muss man schon mal mehrere Screenshots machen und dann ein bisschen puzzeln. Geht aber immer noch schneller, als wenn ich aus dem Nichts eine ganz neue Karte machen müsste. Und auch mit einem einfachen Bildbearbeitungsprogramm ist es dann kein großes Problem, die Stadt so ein bisschen zu variieren, wenn man Häuser verschieben möchte oder ganz entfernen will. Das geht dann eigentlich recht leicht. Super ist auch, dass das Spiel sehr oft Orte zufällig generiert. Also die Random Quests der einzelnen Gilden kreieren oft kleine Orte. Man kann im Zweifel auch, wenn man einen zufallsgenerierten Ort erzwingen will, einen NPC fragen nach irgendeiner bestimmten Art von Laden, die es dann in der aktuellen Stadt, in der man sich aktuell befindet, nicht gibt. Und dann hat man eine recht gute Chance, dass der NPC einen zufälligen Stadtnamen raushaut und das Spiel dann einen Ort dieses Namens neu erschafft. Das ist dann immer ein sehr kleiner Ort, aber größere Städte gibt es in dem Spiel auch genug. Also das ist nicht das Problem. Auch die Innenbereiche haben recht detaillierte Karten. Große Häuser, kleine Häuser, die Gildengebäude, die Läden. Die Dungeon-Karten sind etwas sehr verwirrend. Einfach weil Daggerfall Dungeons riesig sind. Da hat es damals einer, glaube ich, etwas zu gut gemeint. Die sind zu einem sehr großen Teil auch zufallsgeneriert und dann nur bedingt hilfreich. Also da reicht es dann wahrscheinlich, wenn man so einen Teil der Dungeon-Karte nimmt und da gewisse Abzweigungen dann einfach durch Wände ersetzt, dann sind die immer noch groß genug, glaube ich. Jetzt werden sicherlich einige sagen, oh, Shelock, es gibt doch so viele Pen-and-Paper-Spielhelfen, da sind auch Karten drin. Ja, weiß ich doch. Aber bei uns in der Gruppe, da sitzen wirklich, bis auf einen sind das alles Pen-and-Paper-Veteranen und die Gefahr ist echt groß, dass die sowas auch kennen, dass die sich auch aktuell noch damit beschäftigen. Es ist dann zwar keine Riesenkatastrophe, aber ich denke auch für den Spieler ist es eigentlich schöner, wenn die Karte ihm nicht allzu bekannt vorkommt, wenn sie ihm nicht vertraut ist. Und Daggerfall kennt keiner von denen. Ich glaube, alles, was grafisch unter Morrowind liegt, können die gar nicht spielen, ohne dass sie das als optisches Foul empfinden würden. Die verwöhnten Gören. Nein, ich habe sie alle sehr gern. Ich habe extra für die Karten Daggerfall neu installiert, aber meine alten Saves funktionierten nicht mehr. Deshalb musste ich nochmal neu starten und zumindest einmal aus dem Startdungeon raus, sonst konnte ich ja nicht in die Städte, um die Maps zu nutzen. Und das führte dann dazu, dass ich jetzt die ganze Nacht Daggerfall gespielt habe. Das hat mich wieder so gepackt, das ist echt faszinierend. Ich bin total müde, aber es war schön. Voll der Nostalgieanfall. Das nur nebenbei. Jetzt zum Dämonenjäger. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ausgerechnet der Spieler, bei dem ich das Gefühl hatte, der reagiert etwas verhalten auf meinen Vorschlag. Ausgerechnet der hat sich richtig reingehängt. Also hat wirklich nichts von dem Vorbereiteten genommen und irgendwie variiert oder einfach übernommen. Er hat Rasse, Kultur und Profession selber gestaltet.
sich wirklich auch bewusst einen blinden Fleck aus der Landkarte ausgesucht und die benutzt dafür. Er hat sich richtig Gedanken gemacht, was sein Heimatland angeht, Politik, also Innenpolitik, Außenpolitik, hat dann auch von sich aus gefragt, ob er das Nachbarland noch so ein bisschen ausarbeiten darf, also die Beziehungen, die es zu seinem Land hat und was die so vorhaben. Und da noch kein anderer irgendwie Dips auf dieses Nachbarland hatte, habe ich ihm das dann auch gestattet. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass er sich da so reinhängt. Also das hat mir schon mal so ein bisschen Mut gemacht, dass der da dann wirklich sehr interessiert war. Er hat auch gesagt, dass er am Anfang sehr skeptisch war, dass das zu viel werden könnte, aber er hat dann auch gesagt, wenn wir das alles so nach und nach machen und jeder seinen Teil leistet, dann ist das durchaus stemmbar. Deshalb, das hat mich sehr gefreut. Wo ich ja etwas Sorge hatte, eine Sorge, die ihr teilweise in den Kommentaren ja durchaus geteilt habt, dass die Spieler dann nicht verantwortungsvoll mit ihrer Gestaltungsfreiheit umgehen, also dass sie einfach ihre Charaktere überpowern. Gerade bei magischen Professionen kann es, glaube ich, schnell passieren, dass ein Spieler hingeht, super mächtige, super seltene Zauber in die Profession einbaut und dabei dann völlig vergisst, manchmal vielleicht auch in Anführungsstrichen vergisst, dass er auch Punkte für Basiszauber ausgeben sollte. Dann hat man dann hinterher einen Zauberer, der Balrogs beschwören und Meteoriten regnen lassen kann, aber nicht mal in der Lage ist, Licht zu machen. Aber das war hier jetzt überhaupt nicht der Fall. Obwohl der betreffende Spieler Kampf und Magie kombiniert hat, also das hat den Spieler früher mal etwas gestört, dass so ein Kämpfer-Magier-Hybrid bei DSA nicht gut funktioniert. Deshalb hat er jetzt unseren Neustart quasi genutzt, um sich da mal in die Richtung damit zu beschäftigen. Aber obwohl er diesen Hybriden wählt, ist der Charakter weit davon entfernt, irgendwie überpowered zu sein. Er hat die Basiszauber drin und zwar nicht mit ein oder zwei Alibi-Punkten, sondern mit einem vernünftigen durchschnittlichen Wert. Sehr ausgewogen, sehr vernünftig, hat sich auch Gedanken gemacht. Also die Profession ist eine kulturgebundene Profession und in dieser Kultur spielt, in der Religion spielen die Sterne eine sehr große Rolle. Und weil diese Dämonenjäger sich auch so ein Stück weit als Diener ihrer Götter verstehen, haben die Sterne für die natürlich auch eine bestimmte Bedeutung. Und dementsprechend ist der Sternkundewert, glaube ich, um einiges höher, Entschuldigung, als dass er dem Charakter dann hinterher wahnsinnig nützlich sein würde in der Menge. Ein bisschen Sternkunde ist sicherlich toll zur Orientierung, aber er hat da, denke ich, viel mehr Punkte reingesteckt, als er müsste, um wirklich einen Nutzen daraus zu ziehen. Also er hat es wirklich dem Hintergrund entsprechend gemacht. Ich hatte, nachdem er mir gesagt hatte, dass er einen Dämonenjäger gerne hätte, auch mal eine Dämonenjägerprofession erstellt. Erstens auch, weil ich ihn, das muss ich zugeben, ich habe den Spieler unterschätzt. Ich dachte, machst du mal, wer weiß, ob er damit klarkommt. Außerdem bin ich dann jetzt wieder ein bisschen da drin, wie man Professionen selber macht. Und ich muss sagen, ich glaube, das, was ich ihm gegönnt hätte, wäre mächtiger gewesen als das, was er sich jetzt gönnen wollte. Was wir letztlich geändert haben, er wollte sich sogar nur einen Halbzauberer machen. Aber ich habe ihm dann gesagt, dass ich absolut nichts dagegen habe, wenn er die Kombination Kämpfer-Vollzauberer mal ausprobieren möchte. Und da auch bislang kein anderer zum Vollzauberer tendiert, wir also noch gar keinen haben, habe ich da absolut nichts gegen. Und dann haben wir die Profession in die Richtung nochmal umgeschneidert. Für Nicht-DSAler grob zusammengefasst, Halbzauberer haben weniger Magiepunkte, beziehungsweise in DSA-Sprache Astralpunkte, kennen am Anfang weniger Zauber als der Vollzauberer und es fällt ihnen schwerer, neue Zauber zu lernen, als es dem Vollzauberer fällt. Fazit, er hat sich da eine sehr ausgewogene Profession gemacht, hat auch Punkte auf solche Fähigkeiten gelegt, die eher selten nützlich werden, aber einfach zum Hintergrund passen. Das war wirklich, wirklich super, das hätte ich nicht gedacht. Was die anderen angeht, einer hat schon mal angedeutet, dass er gerne eine meiner Kulturen nehmen möchte und zu dieser Kultur passend eine Variation des Ritters erstellen will. Wird sicherlich auch noch ein paar Kleinigkeiten an der Kultur verändern, aber im Großen und Ganzen orientiert er sich daran. Einer hat sich länger nicht zu Wort gemeldet. Das kann aber gerade bei dem bedeuten, dass er im Moment dabei ist, sehr fleißig Gehirnschmalz in seinen Charakter zu buttern und dann beim nächsten Mal mit einem Roman über dessen Heimatland und einer Lebensgeschichte anzukommen. Das würde wirklich zu ihm passen. Das würde mich nicht wundern. Ja, und unser Dunkelelf, da er ein großer Morrowind-Fan ist und meine vorläufige Dunkelelfenkultur sehr stark auf Morrowind beruht, kann ich mir vorstellen, dass er die größtenteils oder auch vollständig übernimmt. Ich glaube, auch der hat von uns allen am wenigsten Freizeit und hat weniger Zeit, sowas dann zu machen. Und er hat auch die wenigste RPG-Erfahrung, das muss man auch noch berücksichtigen.
Ja, ich fürchte, das war es schon für heute von der Pen and Paper Front. Das waren so die Dinge, die mich als bald wieder Spielleiter so beschäftigen. Wenn ich weitere Rückmeldungen von den Spielern habe, lasse ich es euch natürlich wissen. Bitte sagt mir eure Meinung zu meinen Ideen, macht Verbesserungsvorschläge, gebt mir zusätzliche Tipps, schreibt alles Mögliche, was euch sonst noch einfällt, in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst außerdem bitte eine positive Bewertung, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wenn ihr über neue Videos informiert werden wollt, hinterlasst auch ein Abo. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, danke fürs Zuhören, passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!